Hallo liebe Naturparkentdecker, wir sind heute auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Herrn Löding. Hallo. Ja, hallo. So, ganz oft wird in letzter Zeit in den Medien das Thema regionale Entwicklung, regional besprochen. Mhm. Wie ist denn das hier? Ganz oft hört man, ach ja, ganz große Viehtransporte, die dann durchs halbe Land gekarrt werden. Ich vermute, das machen Sie mit Ihren Schweinen wahrscheinlich nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir verstehen regional eben so, dass es wirklich aus der näheren Umgebung unseres Hofes sein soll, die Produkte, und möglichst nah dran. Unsere Ferkel, die wir eben auch kaufen von einem Betrieb hier im Lauenburgischen, die werden so etwa 30 Minuten transportiert, bevor sie denn bei uns sind. Und wenn die Schweine dann am Ende zum Schlachter fahren, nach Mölln zurück, sozusagen, oder nach Mölln, dann sind sie vielleicht nochmal 20 Minuten im LKW. Also wir legen schon Wert darauf, dass wir sehr kurze Wege haben, und auch bei allem anderen, was wir hier auf dem Hof machen, legen wir Wert darauf, möglichst mit anderen Familienbetrieben zusammenzuarbeiten, die wirklich hier in der Region sesshaft sind, sprich nach Möglichkeit im Herzogtum Lauenburg oder zumindest in Schleswig-Holstein. Im einzelnen Fall auch mal ein Betrieb im Obstbereich, mit dem wir zusammenarbeiten, der vielleicht in Niedersachsen ansässig ist oder im westlichen Mecklenburg-Vorpommern. Das kommt schon mal vor, aber irgendwie ja, so nah wie möglich. Okay, das heißt, ich habe vorhin auch gesehen, Sie haben bei Ihren Schweinen auch so ein schönes Schild hängen, auf dem die Futterzusammensetzung drauf ist. Mhm. Auch da achten Sie auf Regionalität. Genau, auch da achten wir auf Regionalität. Da arbeiten wir mit der Firma ATR in Ratzeburg zusammen. Die stellen extra für unsere Schweine dieses Futter her. Und uns ist es ganz wichtig, dass im Futter eben nur Sachen drin sind, die im Grunde jeder kennt. Hauptsächlich Getreide, das ist also Weizen, Gerste, Roggen und Tritikale, ein Futtergetreide. Und außerdem haben wir den Raps als Eiweißträger da drin, der hier ja in Schleswig-Holstein wächst, und Sonnenblumen als zweiten Eiweißträger. Das sind die Hauptbestandteile unseres Futters, was hier wirklich vor Ort für uns gemischt wird. Und das steht dann auch das Jahr über zur Verfügung, oder gibt es Phasen, wo es Engpässe gibt? So, in dieser Konstellation ist das Futter ganzjährig verfügbar. Nur die Sonnenblumen, die sind leider nicht immer direkt hier aus der Region. Die kommen teilweise auch mal aus anderen Ländern. Okay. Sie sagen, Sie arbeiten auch mit anderen Betrieben zusammen, hauptsächlich Familienbetriebe, die Sie nennen. Warum sagen Sie eher Familienbetriebe als größere Betriebe? Wäre da eventuell nicht der Erfolg, mit größeren Betrieben zusammenarbeiten, effektiver? Also grundsätzlich arbeiten wir aus Überzeugung mit Familienbetrieben zusammen. Wir selbst sind ein relativ kleiner Familienbetrieb und sind davon überzeugt, dass man diese klein strukturierte Wirtschaftsweise eigentlich auch nur erhalten kann, wenn wir klein uns untereinander unterstützen und miteinander arbeiten. Außerdem ist das natürlich auch ein menschlicher, persönlicher Aspekt, dass man mehr auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene, menschlich wie wirtschaftlich eben ist, dass einfach dann auch die Betriebsgrößen besser zueinander passen, wenn man mit Familienbetrieben zusammenarbeitet. Man kennt sich häufig dann wirklich über Jahre hinweg. Wir beziehen Kartoffeln hier aus Woltersdorf vom Bauern Meier seit, glaube ich, 30 Jahren mittlerweile, immer vom gleichen Betrieb. Und so gibt es eben auch in Obstbereichen langjährige Zusammenarbeit mit anderen Betrieben. Eben das Obst, was wir sonst an den Ständen mitverkaufen, ob es Kirschen sind, ob es Heidelbeeren sind von anderen Betrieben oder Erdbeeren. Das sind halt alles Familienbetriebe, wo wir die Betriebsleiter persönlich kennen, wo man sich auch mal sieht übers Jahr hinweg, wo man miteinander spricht, im guten Austausch ist. Und ja, da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf, dass wir das mit Betrieben machen, eben Betriebsleiter, auch denen wir auch vertrauen natürlich. Ja. Das heißt also, sie unterstützen sich alle gegenseitig, kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ja eine ziemlich schöne Eigenschaft, dass man wirklich sagt, man unterstützt sich in der Region gegenseitig. Genau, das macht es irgendwo auch aus, das macht die Vielfalt aus, aber auch die Stabilität für die Betriebe. Okay, das finde ich sehr schön. Super, dann danke ich für das interessante Gespräch. Sehr gern. Und dann sage ich schon mal tschüss, bis nächstes Mal.